Herzlich willkommen zum mittlerweile 16. Gemüsepfannen-Podcast. Ich begrüße meinen Co-Moderator Tom Ade. Hallo Arti. Und nachdem wir das letzte Mal so in die cineastische Richtung abgedriftet sind, dachten wir machen mal wieder mit dummer Werbung weiter, die ja immer vor den Filmen läuft. Genau, wir schauen Aber dumme speziell Werbung. die degenerierte Werbung. Es ist. Genau, wir haben ja eine schöne Playlist erstellt, die auch noch Vorschläge vertragen kann. Also wenn ihr selber Werbespots kennt, die richtig schön dumm und degeneriert sind, dann schickt die uns doch bitte. Oh ja. Also da würden wir uns sehr freuen. Ihr werdet dann auch erwähnt, wenn ihr das sozusagen stiftet. Ja, natürlich, natürlich. Wollen wir direkt reingehen? Wir hatten das letzte Mal mit diesen Basketballern aufgehört, richtig? Ja, genau, das war so ein Spot von einer Firma namens Valve Simple. Da ging es um das Thema Gender Pay Gap im Sport. Wer kennt das nicht bei den Börsenunternehmen? Genau, das ist denen natürlich ganz wichtig. Ja, und jetzt haben wir einen anderen schönen Spot. Wir verraten mal nicht, von welchem Unternehmen der ist. Da können wir am Ende raten. Okay, Ja. ich wechsle mal. Genau, du So. kannst da gerne Play drücken. Und ich schlage vor, da das Spot ein bisschen länger ist, wir machen dann einfach Stopp, wenn du was sagen willst. Ja. Du müsstest nur Vollbild machen, glaube ich. Ist doch. Ach so, ist es? Ja. Okay. Ah, ich muss sagen, den kenne ich schon. Was machst du denn? Bist du blind? Bist du verrückt geworden? Was ist dein Problem? Geh aus dem Weg! Lass mir! Hau ab! Scheiß Klimaschwein! Ah, stimmt, das war ja. Ach Gott, oh Gott. Das gab's ja mal. Was? Stinkt. Ist doch nicht so schwer. Sauber machen. You understand me? Ich habe Sie schon verstanden. Immer noch eine Pandemie, das wisst ihr doch, oder? Pandemie war letztes Jahr. Bleib so frech. Pandemie war letztes Jahr. Da hat sie recht, ja. Ist Ja, super vorbei. basiert, Ne? super basiert. Ich muss kurz dazu sagen, also so eine ältere Frau, die sowas sagt, habe ich auch selber schon im Leben getroffen. Bist du, die im Supermarkt so abgeht? Ja, bleiben Sie ein bisschen fern, 1,50 Meter Abstand und so und tragen Sie hier Ihre Maske und bla bla bla. Also solche gibt es leider. Naja, ich hatte das in der Straßenbahn. Nehmen Ja? Sie bitte Ihre Hände von dem Griff Ach, und wirklich? gehen Sie etwas weg. Ja, das war. Okay, geil, geil. Man muss dazu sagen, du bist ja immer schön ohne Maske gefahren, oder? Ja. Ja, natürlich, ist richtig, ist richtig. Und es ist Sehr jetzt passend. herzerfrischend zu sehen, die Masken finden nicht mehr statt in der Straßenbahn. Also wie schnell das doch zerfallen ist. Ja, das Also wurde ja sogar gekippt, ich muss das dazu sagen, ich die fahre ja Maskenpflicht. immer arbeitsmäßig durch so ein, wie nenne ich das jetzt, Gutmenschenviertel, die Ja. das ganz adrett gemacht haben mit der Maske. Und dort ist es auch Ja. vorbei. Also da Aber du steigen weißt zwei schon, dass Leute die ein oder so. Maskenpflicht jetzt vorbei ist in Sachsen. Das ist dir bewusst, oder? Ja. Ah, okay. Ja, gut, so Ich ist das meine, Ding. Also. seitdem die vorbei ist, ist es halt wirklich die 110-prozentigen, also die zwei Leute. Ja. Aber alle anderen ist es egal. Also die Genau. tragen die nicht mehr. Die Leute haben es halt nur gemacht, weil sie es mussten und weil sie zu feige waren, sich dagegen zu wehren. Ja, und jetzt, wo man es nicht mehr muss, macht es auch kaum einer. Ich muss dazu sagen, wenn ich mal Leute mit Maske sehe, dann, ja, dann bin ich immer richtig ein bisschen peinlich berührt. Letztens hatte ich so eine Familie im Supermarkt gesehen, da haben selbst die Kinder Maske getragen und so, die waren so 4, 5. Und ich hätte die Frau am liebsten angeschrien. Was machen sie mit ihren Kindern? Also, ja, schlimm. Ich fand hier nur kurz lustig noch ein was zur Werbung. Vielleicht werten wir das auch lieber später aus. Auf dem Fernseher hier deutschlandweite Proteste.
Also ja. Das sind bestimmt die bösen Querdenker gewesen. Na gut, wir machen mal weiter. Jetzt geht's beste, noch das beste Deutschland aller Zeiten. Ja. Also in diesem Wohnblock. Ne? Ja, das geht schon ab. Большинство целей специальной военной операции уже достигнуто. Между прочим, говорит очень правильные вещи. Я всегда знал, что нужно поддерживать его. А ты мне не верила. Ich wünsche viel Spaß bei der Pandemie. Können wir reden? Ah, jetzt hat man hier schon den Namen Nein. der Mann gesehen. Verdammt, ja, es ist Fanny. Du hattest deine Aufgabe. Ja, ich dachte mir, vielleicht kommt noch was. Gut, es war von Penny, dem Supermarkt. Natürlich, wir haben alle gesehen, es geht hier um Supermärkte. Also Zwiebeln sind gerade im Angebot, Kartoffeln besonders billig die Woche. Und ja, geht doch zu Penny. Die Paprika leider sehr teuer. Ja, gut. Ja, wie fandst du den Spot? Also wenn es jetzt, wenn wir mal die Werbung außen vor lassen, dass es ein Werbespot ist, er bildet sehr, sehr gut Deutschland ab, tatsächlich. Und ich weiß nicht, ob der Spot sich einen Gefallen getan hat. Weil wenn man den jetzt zu Ende denkt, das ist halt nicht das beste Deutschland aller Zeiten in irgendeiner Form. Es ist halt einfach alles ziemlich beschissen. Und die letzten Jahre haben das jetzt nicht ansatzweise irgendwie gekittet oder verbessert. Ja. Ja, ist krass, wie eine Supermarktkette es hier schafft, eigentlich alle Probleme oder viele Probleme, die uns so plagen, so aufzuzeigen. Also wir hatten also diese gesamtgesellschaftliche Situation, dass so jeder gegen jeden ist. Es ist ja eben nicht so, wie uns die Linken oft vermitteln wollen, dass wir uns alle lieb haben und an den Händen fassen und wir im besten Deutschland aller Zeiten leben. Nee, die Risse, die sind gigantisch. Also was haben wir hier gehabt? Am Anfang haben wir erstmal diese Klimahysterie gehabt oder ich sag mal dieses Aufhetzen Jung gegen Alt. Da hat ja der Junge da hat ja der Junge gesagt zu der Frau Klimaschwein oder sowas, weil die halt ein Auto gefahren ist. Ach, das hat die. Ah, okay, das habe ich akustisch gar nicht verstanden. Aber, ja, okay. Ja, der hat Klimaschwein zu ihr gesagt. So, dann fährt sie erstmal Fahrstuhl und da sieht man zum Beispiel auch, dann sehen wir das Thema Migration. Also die eine Frau dort, die tut diesem Flüchtling unterweisen, wie er das zu wischen hat und der ist natürlich auch ein bisschen angepisst, wie die mit dem redet und so. Da haben wir das nächste. Nächsten Punkt, Migration, Verständnisschwierigkeiten zwischen den Leuten. Dann hatten wir natürlich in der Wohnung Migranten das... im Aufzug und dann genau, war noch dieses schwarze Kind, ne, irgendwo mal dazwischen. Genau, dann war noch das schwarze Baby vor dem Fernseher mit deutschlandweiten Protesten. Gut, das Baby musste einfach schwarz sein, aber es passt ja auch wiederum in diesen Wohnblock rein. Also es hat ja, in so ein bisschen einem, ja, ich würde jetzt ein bisschen sagen, ein Ghettoviertel. Ja, auf jeden Fall ein Brennpunkt. Vielleicht gespielt. Ja, ja. Ein Brennpunkt, genau. Vielleicht Märkisches Viertel oder so. In Berlin, wo Sido mal gewohnt hat. Sowas, keine Ahnung. Das war sein Block. Genau, sein Block, der MV. So, das war noch ein Thema, genau. Und dann hatten wir noch das Thema Pandemie, ganz wichtig.
Das war ja auch so ein Thema. Also ich meine, die letzten Jahre wurden die Leute, denen wurden massiv Ängste gemacht. Und vor allem den älteren Menschen. Und die konnten gar, die können gar nicht mehr so richtig Freude erleben, sag ich mal. Also sie ist dort in diesem Fahrzeug, in dem Fahrstuhl, mein Deutsch heute, sorry. Sie ist in einem Fahrstuhl mit den lachenden jungen Mädchen dort. Und ja, sie kann diese Freude gar nicht so nachvollziehen. Ihr ist das völlig zuwider, dass jemand laut lacht. Weil das könnte ja Keime verbreiten. Und dass sie dann auch so, es gibt immer noch die Pandemie und ja, gut, das ist ein Thema. Dann hatten wir noch das Thema russische Militäroperation. Also da war ja diese russische Familie und da sagt er in einem Radio, ja, ich habe dir doch gesagt, die russische Militäroperation läuft alles gut, alles nach Plan und so. Und die Frau dann weint. Also die sieht das Thema wahrscheinlich anders oder vielleicht haben die Verluste gehabt sogar in einem Krieg von der Familie. Das hat mich an die Blechtrommel erinnert. Da ist ja das Buch habe ich leider nicht gelesen. Das ist ja auch verfilmt worden. Ja. Also da gibt es ja dieses Kind, was auf der Blechtrommel spielt und weil der Krieg, glaube ich, ist, beschließt es nicht zu altern. Ja. Jedenfalls seine Familie, der Vater ist so überzeugter Nazi und sagt die ganze Zeit alles gut, was der da macht und dies, das. Und als dann die Russen kommen, ich habe ja schon immer gewusst, dass der Scheiße gemacht hat. So, ja. Und daran hat mich jetzt dieser Typ erinnert. Ich habe den schon immer vertraut, der macht das schon immer richtig und ach, du meinst, der wendet sich dann, je nachdem, wie das Blatt sich wendet in dem Ukraine-Konflikt? Oder ja, man legt sich das halt zurecht, ja. Gut, weiß ich nicht. So, das war auf jeden Fall ein Thema. Und das Letzte noch, was mir jetzt einfällt, was noch thematisiert wurde, war das Thema Inflation, wo sich diese Eltern von dem blonden Jungen so gestritten haben. Da ging es ja um das Thema Geld. Da hat der Mann die Frau angeschrien, ja, du gibst immer das Geld für das und das aus. Du weißt doch selber, dass alles teurer wird und dies, das. Also, ja. Waren und ganz viele Themen hier verdichtet auf engem Raum und die Quintessenz ist, unserem Land geht's beschissen und das erkennt sogar ein Supermarkt. Ja, die Quintessenz ist, kauft bei Penny, dann geht's euch gut. ja, aber, das ist halt wieder das Ding, was hatte das jetzt mit Penny per se zu tun? Also, das weiß ich bei bestem Willen nicht. Aber ich wollte das letzte Thema nochmal vertiefen, weil, wenn ich es richtig gehört habe, sagen die beide, die gehen beide arbeiten und es reicht trotzdem nicht. Ja, und die wohnen in einem scheiß Wohnblock. Ja, also, genau so ist es. Genau so ist es. Wie tief das eigentlich greift, das, ach Gott. Das ist ja hier schon fast wie, ja, die letzten 20er Jahre, ne? Beide gehen arbeiten und ja, man kann irgendwie die Heizung nicht andrehen. Ja, sehr gut, unfassbar, dass du das sagst. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, dass das Geld einfach nicht reicht. Ich meine, es wird eben ja nur ohne Ende was weggenommen. Also von dem Geld, was man eigentlich kriegt, landet ja relativ wenig bei dir, wenn du mal auf deinen Lohnzettel guckst. Naja, 70% gehen an den Staat ungefähr. Ja. Das ist unfassbar. Ein Staat, der nicht in meinem Interesse arbeitet, muss man dazu sagen. Also, oder sagen wir mal, sehr oft nicht. Manchmal also macht er ja was. Sind das tatsächlich schon 70%? Ja, ich habe dir ja mal erzählt, wie das bei mir ist. Also ich glaube, beim normalen Arbeitnehmer sind es irgendwie so 60 aufwärts. Ne? Von 1 Euro bleiben nur 47 Cent. Ich bin da gerade bei steuerzahler.de, da geht es um den Steuerzahler-Gedenktag. Ich kann dir gerne den Artikel schicken, vielleicht kannst du den dann unten einbinden. Was sind denn da die indirekten Steuern mit dabei? Die müssen da drin sein, weil bei mir, ich habe keine 70% Steuern auf dem Zettel, das kann ich dazu sagen. Also nee, bei mir nicht auf, rein also, auf dem indirekte Steuern ist ja sowas wie, wenn du einkaufst, die 19%. Genau, natürlich. Und dann würde ich meinen, ja, sind es halt die 53%, was sie jetzt hier sagen. Oh, hat er die Grauzone Fake News verbreitet? Die hatten was von 60% aufwärts. Ach so, keine Ahnung. Da gibt es sicherlich verschiedene Quellen. Ich nehme jetzt einfach die hier. Lass uns auch da nicht an genauen Prozentzahlen uns hier festhalten. Unsere Zuschauer sind da bestimmt viel schlauer und können uns sagen, was stimmt und vielleicht eine bessere Quelle nennen. Ja, ich denke, aber wir können es eindampfen. Das Thema ist halt. Jeden Euro, den du erarbeitest, die Hälfte geht an den Staat. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Genau, das, und das ist heftig. So also, das ist heftig, genau. Ja, also man könnte meinen, der Spot hier ist von Rechten gemacht. Also eigentlich geil. Ja, ist ein AfD-Werbespot. Eigentlich ist ein AfD-Werbespot. Der Link am Ende, der ist so ein hier Rick Astley-Link, der kommt eigentlich auf afd.de raus. Dann ist es. Auf diesen. Was sagst du hier zu der Message am Ende? Wir alle können etwas gegen die Risse in unserer Gesellschaft tun. Wir können aufeinander zugehen. Was sagst du dazu?
gut, dass du es nochmal ansprichst. Das ist ja jetzt dieses Corona-Vergebungsnarrativ irgendwie, oder? Wir haben alle Fehler gemacht, ja. Wir müssen einander zuhören. Alter Falter. Also, gerade weil Corona ja auch von dem Spot wieder zutage kam. Ich sehe. Ja, ich sehe es hier ein bisschen weiter, weil es wurden ja auch andere Themen angesprochen, dass man. Also, ich finde die Message hier richtig gut, weil es ist ja eben gerade so, dass man nicht aufeinander zugeht heutzutage, sondern sich gegenseitig häufig verteufelt. Dass man sagt, das ist jetzt ein böser Putin-Versteher oder das ist ein Corona-Leugner oder das ist ein Klimaleugner. Also, es wird ja immer mit bösen Vokabeln um sich geschmissen, dass man sich voneinander abgrenzt. Und da ist es halt gut, dass man mal aufeinander zugeht. Gerade als Volk, als Gemeinschaft, als Gesellschaft ist das nun mal wichtig, bei allen Differenzen, bei allen Unterschieden, die man hat, auch das Gemeinsame hervorzuheben. Bin ich bei dir? Ich frage mich nur in letzter Zeit oft, ob das überhaupt noch geht. Also, um jetzt mal bei diesem Bild hier zu bleiben, sagen wir mal, der Riss ist wirklich so riesig, wenn du jetzt aufeinander zugehst, dann stürzt du in den Abgrund. Also, ja, ich weiß nicht, ob das noch wirklich kittbar ist, die ganze Sache. Das sehe ich natürlich ähnlich wie du. Ich bin da absolut skeptisch. Also vor allem mit der ganzen muslimischen Massenzuwanderung. Die Leute leben ja in ihrer eigenen Parallelgesellschaft. Und da reden wir jetzt nur von den Muslimen. Es gibt ja auch noch viele andere Parallelgesellschaften. Irgendwie linksextreme Parallelgesellschaften, wo sie eigene Wohnprojekte haben. Was weiß ich. Also klar, die Risse in unserer Gesellschaft sind gigantisch. Und die Regierung tut nichts dafür, um die irgendwie zuzukitten. Vielleicht kann man es darauf runterdampfen, der Staat, also Deutschland, er hat halt keine wirkliche Vision, wo es in Zukunft hingehen soll. Also wenn die Vision ist, dass wir noch Millionen und Millionen aufnehmen sollen, die dann alle nach ein paar Jahren zu Deutschen werden, dann ist dieser Staat halt nichts wert. Dann kann jeder Deutsch sein, dann können wir auch alle 8 Milliarden Pässe drucken und jedem einem schicken. Und was soll das dann? Also es ist... Da haben diese Klimajünger mehr Visionen mit ihren klimaneutral dies, das und die Welt geht unter Ziel. Oder, also nicht Ziel, aber Schreckszenario. Man hat leider oft das Gefühl bei unserer Regierung, dass die nur reagiert und nicht agiert. Also wenn sie agiert, dann in so eine linke Richtung, dass man jetzt zum Beispiel feministische Außenpolitik betreiben will oder das Klimaziel X erreichen will. Aber so richtig, was unsere Gesellschaft angeht, wie wir miteinander leben wollen, ist es immer nur ein Reagieren. Ach, dann kommen halt die Flüchtlinge, ja gut, dann ist es so. Also anstatt, dass ich jetzt proaktiv was dagegen mache, vielleicht die Grenzen schützen oder in den Herkunftsländern die Bedingungen verbessern. Nee, wir reagieren nur darauf, was hier passiert. Und wir tun dann, statt unsere Grenze zu schützen, lieber den Weihnachtsmarkt schützen. Zum Beispiel mit Betonblocks. Ja, und so oder wir fördern das Ganze halt. Also es gibt ja keine Partei abseits einer gewissen Blauen, die sagt... Warum überhaupt Zuwanderung? Brauchen wir das? Das findet ja gar nicht statt. Die Frage, ob man das wirklich benötigt. Ja, also, und wenn man das Thema aufbringt, dann kommt wieder dieser Riss, dann ist man der Böse. Ja. Und wie will man sich denn bei so einer Ja-Nein-Frage in der Mitte treffen? Also wie will man da aufeinander zugehen? Das ist da hast du recht. Erschließt sich mir nicht. Vor allem, wenn die Lager eben so verhärtet sind. Ja. Gut, das war der Penny-Spot. Hast du noch was dazu? Ich wollte jetzt nicht das Wort abschneiden, aber ich dachte, wir haben jetzt schon relativ viel dazu erzählt. Ja, dadurch, dass er so viel angerissen hat, konnten wir relativ viel freestylen. Oder viel in die Metapolitik gehen. Ne? Ja, wir sind halt jetzt schon bei Minute 19. Da dachte ich mir, vielleicht wollen die Zuschauer noch was anderes sehen. Ich mach mal weiter, okay? Das ist doch eine gute, schöne Penny-Werbung, oder? Also. Ja, das ist eine gute, schöne Penny-Werbung. So, jetzt haben wir das nächste. Ich drück Play. Ich hoffe, das klappt bei dir. Ja. Hey. Hey. You okay? I'm good. Der Talk wieder, hä? Hm? Ja, vielleicht. Es ist ja langsam meme-würdig. Wir können am Ende wieder raten, um was es geht. Im Zweifel GNP, oder? Ja. Here. Look at you. Hi, Mom. Hi, baby. Mom, this is Amy. Oh, hi. It's so nice to meet you. Hey, Dad. Hey, I'm Amy. Hi. Nice to meet you. Are you hungry? Yes. Come on. Oh, yes.
ich muss mal hier kurz pausieren, um das hier zusammenzufassen, dass ich das hier richtig sehe. Also wir haben ja alles vertreten. Wir haben eine schwarze Mutter und einen weißen Vater, also gemischtrassig. Und dann ist sie auch noch lesbisch und hat eine schwarze Freundin, ja? Ja, das ist doch nur die Freundin, die mal zu Besuch ist. Das ist nicht ihre richtige Freundin. Ja, ja, aber ich meine nur, was hier schon wieder für 1000 Diversitäten aufgemacht werden. Das ist schon ordentlich. Naja, eine gute Checkliste wird hier das abgearbeitet, auf jeden Fall. Ja, genau, okay. Ach, die Freundin war gar nicht schwarz, glaube ich. Mein Fehler. Dieses schön oberflächlich amerikanische, das ist. Ach. Ja. Ich verstehe es nicht. Er kann nicht akzeptieren, dass sie lesbisch ist. Denkst du? Ich denke schon. John. Is that your dad? What is he doing? Dad. Okay, er kann es doch akzeptieren. Oh Gott! Nein! Oh Gott, er hat den Zaun in Regenbogenfarbe gemalt. Oh, ist sehr krass. Es ist doch Kaufland. A loving world starts with a loving home. Gut, ich mach mal hier Pause. Du siehst das Logo nicht, oder? Ich sehe noch nichts. Ich sehe noch den Spruch. Ah, okay, okay, weil ich habe in der linken oberen Ecke den Kanal, von dem das kommt. Ja, ohne Scheiß, wir raten jetzt mal, von wem ist die Werbung? Also ich weiß es ja. Also da es ein Zaun ist, würde ich sagen Kaufland. Kaufland, okay. Nee. Oder vielleicht Ikea oder sowas, oder? So ein Möbelhaus? Nee, ich spiele jetzt auf unsere letzte Folge an hier mit dem Kaufland-Spot. So, ah, natürlich, natürlich. Oh Gott, mein Fehler. Puh. Ja, nee, ernsthaft, was denkst du? Also ich denke, es geht nicht um Schnaps, es geht auch nicht um Kondome, passenderweise. Mhm. Oh. Vielleicht warte hat man mal, das warte Produkt mal. Doch schon gesehen. Ich denke, es geht um Kredite. Irgend so eine Bankscheiße. Okay. Wir machen mal weiter, weil ich wette, du wirst nicht darauf kommen, was es geht. Also, von wem das Wort ist. Ich mache mal noch die letzten paar Sekunden. Okay. Es geht um Oreo-Kekse, natürlich. Natürlich geht es um Oreo-Kekse, richtig. Ich bin fertig mit der Welt. Richtig erkannt. Ach, die hat das in diesem Camcorder-Video, oder? Da hat die doch kurz diese Oreos in der Hand gehabt, ne? Ah, das kann sein, das weiß ich jetzt selber. Ja. Warte mal, essen die hier nicht Oreos? Hier, warte, wo die draußen sitzen? Hier, guck mal, ich glaube, sie hat einen Keks in der Hand. Könnte sein. Kann es sein? Ja. Ah, den sieht man vielleicht ein Pixel groß oder so. Ja, und in dem Video. Ja, hier, muss ich genau. Da liegen, ja, auf hier. Der Couch. Ja, genau. Und die setzt sich zwei Oreos auf die Augen, ja. Also ich würde sagen, schon mal besser als die Gillette-Werbung, ja. Von der Produktplatzierung. Besser als die Gillette-Werbung. Ja. Ja, das Produkt kam mir immerhin öfter vor noch. Ach Gott, aber diese Werbung, erstmal ging die 3 Minuten, war ein absolutes Schnarchfest. Ja, und worum ging es eigentlich? Also das habe ich mich ja zwischenzeitlich gefragt. Es ging einfach nur darum, hier dieses Familienidyll zu zeigen und zu zeigen, dass halt Lesben genauso eine glückliche Familie haben können oder dass die Eltern darauf stolz sein können wie bei
bei Normalos, sag ich jetzt mal. Also, mir hat er nicht gefallen. Das Bild, was aufgebaut wurde, ist, dass der Vater halt Probleme hat, vielleicht, weil er nicht sieht, dass er in Zukunft Kinder, also oder Enkelkinder haben wird, dadurch, dass sie jetzt lesbisch ist. So. Das was ist so krass, dass du sagst, das habe ich gar nicht so wahrgenommen, aber jetzt, wo du es sagst, zum Beispiel hier, ich weiß nicht, ob du das siehst, jetzt die Sekunde 39, ja, du hast es bei dir offen, genau. Der ist ja so ein bisschen distanziert. Sie umarmt ihn, die Mutter. Die Mutter umarmt das Mädchen so rum. Genau. Ja. Und er steht hier so ein bisschen weiter weg. Hast recht, der das war vielleicht so ein bisschen distanziert. Ja, jetzt wo du sagst, ich dachte ja erst so die ganze Zeit, ja, der ist damit glücklich. Aber wahrscheinlich macht er sich so seine Gedanken. Und dann hat er die auf der Couch gesehen und kam auch so mit diesem komischen Gesichtsausdruck rein. Ich mach das hier nochmal kurz. Dann. Genau, er ist immer sehr kurz angebunden. Nein. Ja, genau. Was vor allen Dingen in diesem überschwänglichen ja? Hi, are you doing fine? Ami-Kontrast schon hervorsticht, ne? Ja. Aber was wir hier nicht sehen, aber was wir wissen, er geht jetzt ins Bad und holt den Schminkkoffer raus. Ja. Ja, er ist bestimmt ein Quosser. Nein, er mischt jetzt die Farbe an, damit er den Zaun streichen kann. Ach stimmt, er schaut solche YouTube-Tutorials, wie man Zaun streicht mit Regenbogenfarben. Ja, genau. Polieren und auftragen. Ich habe noch gegoogelt, wie die Reihenfolge ist beim Zaun. Ja, die Farbreihenfolge. Ja, ach Gott. Ich kann gar nichts groß sonst zu dem Spot sagen, muss ich sagen, weil der gibt für mich wenig, ja. Wegen mir könnten wir weitermachen, es sei denn, du hast noch was. Nee, gerne. Also die Länge ist so lang und dann kommt so wenig raus. Das ist ja, unfassbar. Das ist ein bisschen dürftig. Oreo, wir erwarten uns hier feineres Matt. Beim nächsten Mal ein bisschen kontroverser und kürzer, bitte. Gut, weiter geht's. Ich drück Next. Ich habe heute die Drag Queen Aria Anderson mit sogar. Warte, das geht 18 Minuten? Ja, wir machen mal nach einer ich mache mal kurz Pause. Wir machen mal vielleicht nach einer Minute oder zwei Stopp. Das ist jetzt hier stellvertretend. Hat man schon das gesehen? Nein. Gut. Also man hat noch nicht gesehen, von welcher Firma das ist. Aldi. Aber wobei, Stopp, man sieht es noch hinten. Man sieht es noch hinten. Ja, es ist ein Spot von Aldi, A Taste of Aldi. Das ist so ein YouTube-Kanal von Aldi und da gibt's richtig viele Videos, die sich mit LGBTQ und diesen ganzen Buchstabengedöns beschäftigen. Und das ist jetzt hier einfach mal ein Beispiel, was die uns so erzählen. Ich komme schon auf das und Bild nicht klar. Da du ein Profi bist und ich nicht, werde ich ein paar kleinere Aufgaben übernehmen und dir ein paar Fragen stellen, um dich ein bisschen näher kennenzulernen. Wie kamst du auf den Namen? Ich habe den Namen Arya von Game of Thrones geklaut, obwohl ich nur eine einzige Folge jemals gehuckt habe. Es denken so alle, ich bin der Riesenfan, stimmt gar nicht. Reicht schon, und ja. Adams habe ich mir gemobst von der Adams Family, weil ich früher immer gehört habe, ich sehe aus wie Morticia Adams, so als ich angefangen habe mit Drag. Und dann habe ich das so zusammengewürfelt und das ja, fand ich ganz cool. Das ist ein cooler Mix. Was machen wir heute? Was ist unser Ding, was wir heute backen? Wir machen heute mein absolutes Lieblingsrezept, einen köstlichen Käsekuchen. Und ich möchte nicht zu viel versprechen, aber das ist das geilste Rezept, was ich jemals gebacken habe. Ich liebe Käsekuchen. Deswegen, ich muss nichts machen. Ich bin nämlich eingeschränkt durch Fingernägel. Wenn wir die nicht später im Kuchen haben wollen, gucke ich am besten zu. Oh Gott. Wie weiblich Enz klingt, das ist ein Traum. Mach mal so auf die Hunde. Ja, total. Gesagt, so? Oder? Ja. Ja, super. Gucke mal. Ach, backen die jetzt echt nur? Warte, ich gehe mal weiter. Vielleicht reden die noch ein bisschen über was Saftiges. Weil ja, hier wird ja nur gebacken. Wobei hier macht sie irgendwie... Ach Gott, das... ja, das schauen wir uns noch mal kurz an. Belebst du den Teig nicht wieder? Komm schon, Bro, komm zurück. Das sieht nicht mehr gut aus. In Drag so richtig Fuß zu fassen erstmal ist richtig schwierig. Das ist so ungefähr, wie wenn du sagst, ich wäre jetzt Popstar und wäre damit so... Ja. Ne? Kontakte wahrscheinlich richtig, auch so ein bisschen. Richtig, genau. Ja. Und ich glaube, dafür bin ich schon auf einem ganz guten Stand. Ja. Aber ich habe immer so einen gesunden Größenwahn und sage mir so, ich will immer noch mehr. Das ist aber wichtig, glaube ich. Das ist echt wichtig. Jetzt brauchen wir nur Frischhaltefolie und packen den da rein und dann in den Kühlschrank. Es hat funktioniert, mein Frischhaltefolienlockruf ist nicht eingerostet. Das ist heftig. Ja, total. Das ist auch mein Supertalent, theoretisch. Boah, ich finde ihn irgendwie gruselig. Also, gut, die Drag Queens, die erinnern mich immer so ein bisschen an die Ursula aus Ariel, die Meerjungfrau. Da stand ja tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das wusstest, den Zeichner stand tatsächlich eine Drag Queen-Vorlage. Aha. Und ja, also diese vollen, dunklen Lippen.
Ist es bei 101 Dalmatiner auch genau dasselbe? Die Cruella oder das kann sein, die Cruella de Vil. Oh krass, stimmt jetzt, wo du sagst, die hatte auch sowas. Aber gut, ich finde, die hat noch irgendwie realistischere weibliche Züge. Ach Gott, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll zu diesem Spot. Es geht halt letztlich darum, dieses ganze Drag-Thema zu normalisieren und den Leuten zu vermitteln, die bei Aldi Nord einkaufen. Ja, ist was ganz Normales und Gutes und wir sollten dafür offen sein. Ich weiß ja nicht. Ich würde raten, er hat noch nicht Schnippschnapp gemacht, oder? Ja, bestimmt nicht. Das ist ja generell das Thema bei den Drag Queens. Das sind ja keine Transen. Die machen das ja nur aus Show. Hm. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Also ach so, ja er, genauso ist, solche er ist keine Trans. So. Ach so, okay, das ist die nein, ganz klassische Drag Queen. Nein, er ist eine, okay, ja. Er ist halt so wie Olivia Jones, kennst du vielleicht. Das ist ja auch so ein deutscher Drag-Typ. Und ja, das ist nur so ein Show-Ding. Also es gibt auch bei uns hier in unserer Stadt, gut, ja, wissen die Leute, woher kommen, ich sag's jetzt trotzdem nicht. Ne? Gibt's ja auch so eine, was? Das Korbblanché meinst du, ne? Ja, genau, genau, da gibt's ja auch sowas. Und das ist, glaube ich, auch ziemlich oft ausverkauft. Frag mich nicht, warum. Aber die Leute stehen wahrscheinlich auf sowas. Das ich ist weiß halt nicht, was so die da machen. Die singen wahrscheinlich und tanzen. Und, ja, es wird halt so alles auf die Schippe genommen, diese Geschlechtersachen. Das ist halt so ein bisschen wie Karneval. Mhm. Ich habe also gut, ich habe jetzt gedacht, ich habe ehrlich gesagt, das ist jetzt eine Transe, habe ich gedacht, aber dann ist es sozusagen eine Thread Crack. So, wenn man so möchte. Eine Thread Drag, warum Thread? Ja. Also halt keine Transen Drag Queen, sondern schon eine normale Drag Queen. Ja. Ich glaube, es gibt keine Trans- und Drag-Queens, aber gut, ich bin nicht im Drag-Game drin. Ah, guck mal, wir schauen uns mal kurz nochmal hier rein, jetzt tun sie bei einem Wein nochmal über das Thema Drag reden. Lasst es. Werdet einfach YouTuber. Ich würde tatsächlich sagen, wirklich, so ein bisschen wie ich angefangen habe, schnapp dir YouTube und hol dir so eine Grundausstattung quasi und dann vor allem geh raus in Clubs, weil da triffst du halt auch andere Drag Queens und kannst dich mit denen anfreunden, Kontakte knüpfen und vor allem von denen dann auch lernen. Ne? Mhm. Und je öfter du dann vielleicht in Drag im Club unterwegs bist, lernst du vielleicht den Inhaber mal kennen oder Leute, die da arbeiten, die dir dann vielleicht dann erstes Booking organisieren können. Also es ist schon sehr, sehr wichtig, Kontakte zu knüpfen. Das ist, glaube ich, in jeder Branche so, aber halt ja, bei Drag, da spielen dir dann auch Leute mal ein Booking zu, was sie vielleicht absagen müssen oder so. Das ist dann halt, ja, bist du schon ein bisschen darauf angewiesen. Und ansonsten ist eine Social-Media-Präsenz halt super wichtig. Ich glaube, sorry, Arti, ich mache hier mal Pause. Ich glaube, so richtig, das Matt kommt hier nicht mehr. Ich würde weitergehen. Ist ja auch jetzt kein... Du willst nur was. Wie gesagt, ich hab mich da ja ein bisschen verstiegen. Ne? Also ich habe das durcheinander gehauen. Denn die Tracking-Geschichte gibt es schon lange und ja, das ist halt so ein bisschen kokettieren mit der Sache. Ja, es ist halt verkleiden. Da ist jetzt keine Agenda groß dahinter. Ich würde es jetzt eigentlich auch als relativ ungefährlich betrachten. Das Einzige, was halt ein bisschen schon komisch ist, dass ein Supermarkt das reinbringt, das Thema Track. Also das wiederum, ich weiß nicht. Das stimmt, das verstehe ich. Aber ja, sie haben bei diesem Käsekuchenbacken die Produkte ganz gut reingehauen. Ne? Die haben da mal so kurz Slow-Mo rangezoomt auf den guten Zucker oder was es da war. Und, genau. Ja. Und man sieht sogar hier auf dem Tisch stehen, glaube ich, diese Aldi-Energy-Drinks. Flying Power oder so, ist das nicht so ein Aldi-Zeug? Ja, das ist immer irgendwas extrem. Zufällig genau im Bildfokus, ne? Ja, genau. genau. Das ist also gut. Handwerklich gut gemacht. Das, ja. Ja. Aber also, kein Matt. Sorry, dass es hier nicht so das. Genau, sorry, dass es nicht so das krasse Matt hier gab. Wir gehen einfach mal zum nächsten Spot. Oh, jetzt kommt was Schönes. Hey guys, it's me, McDonald's. The other day, George Floyd was arrested to death by a few bad apples. But you shouldn't let that spoil your appetite for our freshly baked hot apple pies. Now 2-for-1 with the promo code I Can't Breathe. It doesn't matter if you're black, white, or miscellaneous, because at McDonald's, the only color we see is green. And that's why we're donating money. How much, you ask? $1 million. Whoa! Warte, ist das eine Verarsche? Das ist eine Verarsche, hier ist mir wahrscheinlich was durchgerutscht. Wir schauen es uns trotzdem an, es ist ja ganz witzig gemacht hier.
That's over 1.5% of the revenue we make in a single day. That's 25 minutes of sales. Yep, that's how much we care about our community, the McDonald's community. With members like George Floyd, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor, Trayvon Martin, and John Coffey. They were one of us. And we here at McDonald's are going to stand up for you people and say Black Lives Matter. And you can take that to the bank, because we sure did. This message is brought to you by the Ronald McDonald Opportunist Department. Ba-da-ba-ba-ba, free marketing. Ja, geil. Also ich hatte jetzt das ein fettes Grinsen im Gesicht. Ja. Das nimmt hier so ein bisschen eben dieses ganze Vogue-Marketing aufs Korn, dass man sich irgendein Thema nimmt, was gar nichts mit dem Produkt zu tun hat und dann versucht, sein eigenes Produkt auf Krampf da reinzubringen. Zum Beispiel am Anfang wurde das gesagt, ja, George Floyd wurde von schlechten Äpfeln irgendwie umgebracht. Naja, aber ich hoffe, das verdirbt euch nicht den Spaß an unseren schönen Äpfeln. An unseren schönen Apfeltaschen, unserem schönen Apfelkuchen. Ja, genau, also so ein Schwachsinn. Ja, und wir kümmern uns ja so sehr um euch, um eure Belange, aber klar, letztlich wollen wir natürlich von euch das Geld sehen. Von euch Kunden. Ach, herrlich. Also ich glaube, das ist hier unser englisches Pendant, oder? Irgendwie so, also alles auf die Schippe nehmen und ja. Hat mir sehr gut gefallen, ja. Das ist von dem YouTube-Kanal Mitch and Mike, der hat nur 441 Abonnenten. Lasst dem doch eine Abo da. Also mir hat es gut gefallen. Ist hier so eine kleine White Pill in diesem Meer aus Dreck gewesen. Den überholen wir ja bald, Mensch. Ja, mit diesen Worten lass uns weitergehen. Jetzt wird es aber wirklich saftig, den nächsten Spot kenne ich nämlich. Und der ist wirklich ernst gemeint. Oh oh. Okay? You need a minute? Cool. Okay. Listen up, people. I know a thing or two about extinction. And let me tell you, and you'd kind of think this would be obvious, going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct? In 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster, and yet every year governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies. Imagine if we had spent hundreds of billions per year subsidizing giant meteors. That's what you're doing right now. Think of all the other things you could do with that money. Around the world, people are living in poverty. Don't you think helping them would make more sense than, I don't know, paying for the demise of your entire species? Let me be real for a second. You've got a huge opportunity right now. As you rebuild your economies and bounce back from this pandemic, this is humanity's big chance. So here's my wild idea. Don't choose extinction. Save your species before it's too late. It's time for you humans to stop making excuses and start making changes. Thank you. So, warte. Ich will noch raten, wer es ist. Ja. Also erstmal. Ach so, ich dachte, das wäre jetzt recht eindeutig. Nee, ist klar, das Thema ist ja da, aber das kann ja jetzt alles sein. Das könnte auch, was weiß ich. Okay, hier. Es wird saftig, wer es von wem es ist. Aber ja, rat mal bitte, ich weiß es ja leider.
Also ich glaube, es ist so absurd, ich würde jetzt sowas wie Aral oder so sagen. Also gut, Aral gehört irgendjemandem. Oh, das wäre Irgend so ein das Ölkonzern, geil. Weil die Dinosaurier oder sind ja BP unser Öl. Oder Shell Ja, oder so. genau. Weil die sind ja unser Öl geworden, die guter Dinos. Tipp. Also. Aber ja, es ist wieder die gute alte Ukraine, sagen, oder? Ich kann dir sagen, es stimmt leider nicht. Ja, es ist ein politischer Akteur. Wir machen mal weiter. Dann siehst du es. Was, UNDP? Ja, der Spot ist von den United Nations. Also er ist von den Vereinten Nationen, wirklich. Ah, okay, krass. Also die Vereinten Nationen bringen das hier aufs Tablett. Ja. Jetzt ist übrigens das Video so weit gegangen, dass ich jetzt unten nicht mehr spulen kann, liebe Zuschauer. Also ja, wir können jetzt nicht mehr vorgehen in der Zeit und uns einzelne Szenen anschauen. Aber gut, ihr habt es ja selber gesehen. Ja, krass. Also dieser Spot, der hatte jetzt so viele Strohmann-Argumente und falsche Äquivalenzen drin. Boah. Willst du vielleicht erstmal dazu was sagen oder soll ich hier gleich also, drauf eingehen? Also erstmal, was ist aus Kreta denn geworden? Was ist mit dir passiert? Ja, Kreta ist jetzt ein Raptor. Wir haben es schon immer gewusst, aber ja. Ja, genau. Ich glaube übrigens, du hast das Ende von dem Spot mit dem spanischen Schnaps ja durcheinander gehauen. Also hier haben sie ja wirklich alle applaudiert am Ende, das, ja. Ach so, ja, kann sein. Ja, genau, tatsächlich, also das ist ja auch das Ding. Er bringt dieses ganze Zeit dieses Klimawandel-Ding und natürlich applaudieren alle in den Vereinten Nationen dazu. Ja, gut, jetzt will ich mal drauf heimern auf das Video. Also erstmal, ja, was ich meine mit falschen Äquivalenzen. Er meinte ja, anstatt dass ihr irgendwie fossile Brennstoffe fördert, solltet ihr das Geld stecken in Klimawandelgeschichten. Und ich finde halt dieses Ding. Achso, warte, stopp. Und er hatte noch weiter gesagt, das wäre so, als hätten wir Dinosaurier-Meteore gefördert. Und ich finde, das ist so eine krass falsche Äquivalenz. Also, ein Meteor, der die Dinos damals getroffen hat, das ist ja überhaupt nicht zu vergleichen mit irgendwelchen fossilen Brennstoffen. Zumal fossile Brennstoffe erstmal sind A, keine Naturkatastrophe, die sind von uns Menschen beherrschbar. Und B, ist unsere ganze Wirtschaft weltweit von fossilen Brennstoffen abhängig. Damit erzeugen wir unsere Energie nun mal de facto und nicht mit irgendwelchen Windkraftanlagen und Wasserwerken. Auf dem Level sind wir einfach noch nicht. Und ja, wir brauchen das, um unsere Wirtschaft und um unsere ganze Welt am Laufen zu halten. Egal, was die Vereinten Nationen jetzt hier dazu meinen. Aber die Wirtschaft, ja. Ja, also die Konsequenz daraus, wenn man sagt, ja, dann machen wir trotzdem die fossilen Geschichten alle aus, ist, dass man wieder halt, na, nicht im Mittelalter lebt, aber so im 16. Jahrhundert. Und ja dann kannst du halt wieder aufs Scheißhaus, was auf dem Hof steht, abends rennen, wenn du aufs Klo musst und nicht mehr deine schöne Toilette nehmen, die im fußbodenbeheizten Bad sitzt. Das ist dann alles nicht mehr. Aber ja, dann kannst du es halt einfach lassen. Dein Smartphone ist auch weg. Also, ja, überleg dir das gut, ob du diesen Tod sterben möchtest. Nur wegen so einer doch relativ diffusen Angst. Ist ja immer die Frage, was passiert bei 1,5 Grad mehr? Ja? Genau, das ist ja wieder das Nächste, was ich jetzt noch sagen wollte. Du sprichst es richtig an, diffuse Angst. Also, wenn man von einem Meteor getroffen wird, ist schon sollte recht man konkret, ja. Genau, da weiß man sehr konkret, was passiert, was für Maßnahmen kommen. Also, du wirst buchstäblich ausgelöscht. Ein riesiger Stein fällt auf dich drauf. Das Klima ändert sich dadurch. Der ganze Lebensraum verändert sich, keine Ahnung. Aber wenn jetzt das Wetter um so und so viel Grad in so und so vielen Jahren hochgeht, das sind alles Folgen, die können wir so und die können auch die ganzen wissenschaftlichen Modelle beileibe nicht vorhersagen. Also die tun sich ja auch 10-mal widersprechen und vor 20 Jahren waren die Modelle noch anders als jetzt und ja, ständig ist das im Wandel. Also das ist alles diffus für mich, dieses ganze Klimading. Und vor allem diffus, ich mag das immer gar nicht, diese Vorgaben, wenn man eben diesem Diffusen begegnen will mit konkreten Zahlen. Wenn man sagt, ja, wir müssen jetzt ganz konkret 1,5 Grad weniger machen oder wir müssen auf diesem und diesem Grad-Level bleiben. Weil wer sagt denn das? Also das weltgeschichtlich tut sich das die Temperatur nun mal wandeln. Also wir leben ja zum Beispiel in der Eiszeit aktuell. Das heißt, wir haben an den Polkappen Eis. Also, und das Wort Eiszeit deutet ja schon darauf hin, das war nicht immer so. Also,
Da sieht man ja schon, die Temperatur ist im Wandel. Weil ich jetzt hier gerade in den Vorschlägen den Herrn Lesch sehe, da gibt es ja auch seinen so schönen Zusammenschnitt. In letzter Zeit ist er ein, Überraschung, Klimajünger und ein, ich glaube, 10 Jahre altes Video, da sagt er so sinngemäß, ja, vor 30 Millionen Jahren ist innerhalb von 2 Jahren die Temperatur um 10 Grad gestiegen. Und das war kein Problem. Also, ich erinnere mich, was du meinst. Ja, der hatte schon ganz andere Töne mal angeschlagen gehabt. Erstaunlich, dass ihm das nicht vor die Füße mal geworfen wird. Seine harten Schwurbeleien von damals, ne? Gerade du weißt, als alter, weiser Mann. Aber er gehört ja zu den Guten, da greift man sich nicht gegenseitig an. Was ich noch interessant fand, war diese mit den Kindern da, die Geschichte, mit dieser hier, wo die da diese Afrika-Bilder gezeigt haben. Erklär nochmal. Naja, es gab, oder was heißt es gab, immer die Bemühungen in Afrika, solche Sachen wie Kondome einzuführen, dass man eben nicht 20 Kinder hat, was nicht so gut funktioniert hat. Und jetzt soll man die Armut da bekämpfen, dass die Kinder da überleben, was ja dafür sorgt, dass die Bevölkerung mehr ansteigt. Also das heißt, letzten Endes leben dann noch mehr Leute in Wohlstand irgendwann, also verbrauchen noch mehr Ressourcen. Ja, das stimmt. Das beißt sich alles aber so in den Schwanz, ne? Das ist das ist ja schon immer so ein Ding mit der Afrika-Politik, wie fehlgeleitet das ist. Also die haben ja dort einfach zu viele Kinder. Und mit allen Maßnahmen, die wir dort reinbuttern, tun wir nicht gerade einen Erziehungsbeitrag leisten, weil die kriegen ja das Signal, die Leute dort, naja, es ist ja möglich, viele Kinder zu haben, weil irgendwoher kommt ja trotzdem das Geld, das wir uns finanzieren können. Anstatt, dass die Leute vielleicht wirklich mal auf sich selbst gestellt sind und merken, das ist nicht auf lange Sicht förderlich als Gesellschaft, wenn wir jeder 10 Kinder haben. Oder so. Also ich erinnere da an eine Statistik, ich hatte mal eine interessante Statistik gelesen, da wurden Leute in Kenia oder so gefragt, wie viele Kinder sie am liebsten hätten. Und ich glaube, bei Männern in Kenia, die haben gesagt, ja, ich hätte gern 10 Kinder oder so. Also irgendwas völlig krasses, wo halt Leute in Deutschland sagen, ja, man hat idealerweise vielleicht 2 oder 3 Kinder, sowas, weißt du? Also völlig krass. Ich kann jetzt leider auf die Schnelle die Studie dazu nicht mehr finden. Ja, ich denke mal, das ist ja relativ Usus, also dass in Afrika der Kinderwunsch ausgeprägter ist. Das müssen wir jetzt nicht, ob aber das jetzt weißt, 10 oder 18 ist egal. Aber der Punkt du ist weißt, ja, weil unsere Zuschauer sind kritisch, deswegen würde ich das natürlich gerne hier mit einer konkreten Zahl belegen. Aber gut, ich krieg's jetzt leider nicht hin, vielleicht stoße ich irgendwann mal noch auf die Studie. Seht's mir nach. Das, was du angesprochen hattest, würde ich ja sogar widersprechen wollen. Also wir buttern da unten ziemlich viel Geld rein über Jahrzehnte mittlerweile und es ist ja nichts besser geworden, weil das Geld halt nicht ankommt. Man geht ja immer davon aus, dass dieser, wenn es den Leuten besser geht, sinkt der Kinderwunsch so. Korreliert schon sehr stark miteinander. Und diese 10 Kinder, nehmen wir die jetzt mal für wahr, die waren halt auch schon vor 30 Jahren da. Also unsere ganze Afrika-Politik europaweit ist absolut nutzlos. Leider. Und das kann ich bestätigen. Ob das Geld jetzt da ankommt oder nicht, ja, kann ich jetzt so nicht beurteilen. Also klar, dort wird viel bei irgendwelchen Warlords versickern und so. Ich habe mal gehört, über die Hälfte. Aber irgendwas wird ja vielleicht doch ankommen. Und eben alles, was ankommt, ist meiner Meinung nach so eine Bestätigung für die Leute, dass man viele Kinder haben kann. Aber gut, vielleicht schätze ich es falsch ein, Kinder sind ja auch eine wirtschaftliche Absicherung, ja, das stimmt. Genau, der Ursprungsgedanke war ja, viele Kinder heißt, dass ich in meinem alten Teil irgendwie abgesichert bin, ja. Das war ja hier in Europa nicht anders, also vor 100 Jahren waren ja auch 7, 8, 9 Kinder nicht so ungewöhnlich, tatsächlich. Ja. Auch halt vor dem Hintergrund, dann im Alter werde ich irgendwie von denen versorgt, ja. Aber lustig, dass du sagst, mit den Warlords mit der Hälfte, also die sind so effektiv für der deutsche Staat, wenn es darum geht, einen das Geld abzugraben. Gut, hatten wir auch nochmal das Thema Klima. Schön war es. Ich würde gern weitergehen. Der Dino war gut animiert, so. Schließen wir mit was Gutem. Ja, also ich hatte den letzten Jurassic Park Film leider im Kino gesehen und da waren die Effekte schlechter.
Das kann ich sagen. Alter Falter. Ja, gut. Lass uns den nächsten Spot machen, okay? Ja. Gut. Hi. Hi, I'm Taylor. Hi, I'm here for my interview. I'm Dorian and I use the pronouns he, him. Are you comfortable sharing how you'd like to be addressed? Thank you for asking. I use they, them pronouns. Great. Oh, I'd love to hear more about your skill set. Sure. I went to school. Ja, ich mache jetzt eine Pause. Ja. Oh Gott, ist dir das schon mal passiert in einem Vorstellungsgespräch, dass der Arbeitgeber sich vorgestellt hat mit seinen Pronomen, die er benutzt? Nein. Aber wir sind ja auch nicht in Amerika, ne? Ja, mir ist das überraschenderweise auch noch nicht passiert. Ich gebe aber auch zu, was mir nicht so bewusst war, dass diese Pronomengeschichte eigentlich absolut nutzlos ist im direkten Gespräch. Weil das sind ja immer Sachen, die du benutzt, wenn du über jemanden sprichst, der gerade nicht da ist. Ja, das ist ein bisschen komisch, stimmt. Man sagt ja eigentlich immer nur you. Also warum sollte man dann wissen wollen, wie die Pronomen sind? So. Ja, also ich verstehe das Konzept wirklich nicht dahinter. Also wenn ich es nicht verstehe, ist einfach nur... Ja gut, es ist Macht, ja, okay. Macht über die Sprechweise von anderen. Aber die Ausrede ist ja, du sollst denjenigen nicht verletzen, wenn du über ihn sprichst, wenn er gerade nicht da ist oder über ihn in der dritten Person sprichst oder sowas. Ja. Wo zur Hölle sind wir hier hingekommen? Es ist ja unfassbar. Ja, das ist krass, ja. Aber wie du sagst, das ist natürlich letztlich ein Machtgehabe, dass man sagt, ich will dir vorgeben, wie du über mich sprichst, ja. Und Hauptsache, ich bin irgendwie was Besonderes, also man spricht mich jetzt hier nicht mit Pronomen an, die normal sind vielleicht, sondern am besten noch mit irgendwelchen Ausgedachten wie Xi und Xia und so. Eure Nomi-Pronomen könnt ihr euch in den Arsch schieben. Ich bin Prinzessin und Königin. Das ist... Ja. Indeed, Empathy at Work. Ja, gut. Der Spot an sich, sonst hatte der wenig Fleisch. Also es ging einfach um diese Transe halt, um diesen Mann in Formkleidung. Was war Indeed nochmal? Ich hab's irgendwo mal gehört. Ist es so eine. Ein was? Was ist die Firma? Ist das so eine Vermittlungsplattform? Ach so. Oder was ist denn das? Ja, genau. Das ist eine Jobplattform. Also da können Arbeitgeber Stellenanzeigen reinstellen und du kannst halt suchen als Arbeitnehmer. Nach Jobs. Aber das. Da bin ich jetzt überrascht, dass Enz so überrascht ist mit den Pronomen oder diesen das. Weil. Enz wird sich ja schon ordentlich beworben haben, oder wird die Firma, wo Enz sich bewirbt. Gott, ist das anstrengend. Mit dem Enz-Scheiß. Sag einfach er. Okay, ja. Jetzt habe ich danke. Ja, also wo er sich da bewirbt, der wird sich ja belesen haben, ob das so eine Regenbogenfirma ist letzten Endes. Ne? Also, weiß ich nicht. Also das kam jetzt, wir wissen es jetzt nicht aus dem kurzen Spot. Vielleicht ist es einfach eine normale Firma und er ist einfach positiv überrascht, dass der Arbeitgeber, der natürlich schwarz ist, der Personaler, dass er ihn tatsächlich hier mit Pronomen Aber er hat sich Pronomen doch über fragt. Er hat sich doch über Indeed schlau gemacht. Über die Firma und die... Ja, aber das würde er ja über Indeed vielleicht nicht erfahren. Aber hier steht doch Empathy at Work, also na klar. Du nimmst das hier viel zu direkt autistisch. Entschuldigung. Ja, gut. Was sagst du eigentlich zu dem Typen? Also, findest du, der sieht aus wie eine Frau? Er ist ein Typ. Ja, irgendwie schon. Also, er hat auf jeden Fall noch nicht Schnipp-Schnapp gemacht, wegen der Stimme. Keine Chance. Ja. Er ist halt, also, deswegen, also, das ist für mich halt auch Track irgendwie. Einfach nur sich Frauenkleider anziehen, so, ne? Deswegen habe ich das vorhin so ein bisschen durcheinander gewürfelt. Nochmal mea culpa an der Stelle. Es ist einfach für mich Drag. Ja, es hat ein bisschen was von Fasching. Ich schlüpfe jetzt einfach in eine andere Identität. In eine andere Rolle.
und spiele sie. Und wie eine Karikatur. Und ich gebe mich jetzt halt so, wie ich denke, Frauen sind, aber ja, ob du jemals wissen wirst, wie Frauen wirklich sind. Ich sag nein. Und er ist ja auch nicht den harten Weg gegangen. Also es sieht nicht nach Hormonen aus, die er nimmt. Wie gesagt, kein Schnippschnapp. Keine, nur die Kleider. Ja, ist das Neovagina, oder? Was? Ja. 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 Also ja, er hat halt den ganzerer gemacht, oder? Bis jetzt. Wahrscheinlich, ja. Es ist auf der einen Seite clever, wo war das? In Mexiko, glaube ich. Da hat sich so ein ganzer Stamm von Kabinettsmitgliedern, weil es eine Frauenquote gab, einfach so angezogen wie er und gesagt, wir sind jetzt Frauen, um die Posten nicht räumen zu müssen. Ach so, geil, das kenne ich gar nicht. Und auf dem Level bewegen wir uns hier mit diesem Spot, also es ist... Ja. Und Frauen finden es leider oft noch irgendwie empowernd. Das will mir nicht in den Kopf bis jetzt, aber... Das stimmt. Ich kämpfe nicht ihre Kämpfe da an der Stelle mehr, das ist zu blöd. Ja, recht hast du. Gut, ein Spot können wir noch machen, dann sind wir mit der Stunde voll. Es ist noch, glaube ich, noch mal schöner. Ich habe den selber nicht gesehen. Von daher, ich weiß, was es für eine Firma ist, aber ich weiß nicht, worum es geht. Wir schauen mal. Kann ich ja wieder raten. Sehr gut. Ja, genau. Warte einen Moment. Jetzt kommt hier noch mal UN. So, das ist jetzt der, den wir brauchen. Not everybody wakes up happy. Ich glaube, ich habe es gerade gespoilert bekommen. Sometimes you feel sad, scared. Ah, okay, schade. All I ask is that you let me feel my way. Feeling blue. Kinda down. Can't wait to leave this closed-minded town. My boss is such a freaking creep. I just told him to go f*** himself. When I'm feeling weird or sappy, not all angry, just not I can't believe my student loan. I'm never moving out of my parents' home. Just got ghosted. Should have known. Pretty sure I'll end up alone. They say I'm too young to raise my baby girl. Take your opinions and suck it, world. Also es ist Burger King, oder? Ja, es ist Burger King. Wahrscheinlich hast du schon gelesen. Aber du, wärst du auch so darauf gekommen? Also nein, keine Chance. Das war ja irgendwie der... Okay, das sind ja witzige Mealnamen hier. Ja. Das Don't Give a Fuck Meal und das Salty Meal und was weiß ich. Okay. Was willst du sagen? Ich fand den Spot jetzt gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Also, ich fand den unwog, ehrlich gesagt. Das war jetzt einfach so ein, lasst mich doch einfach so sein, wie ich bin. Solange wie ich euch nicht nerve, nervt ihr mich nicht und alles ist okay. Fand ich eigentlich auch. Ich hatte den Spot, muss ich dazu sagen, bei einem anderen YouTuber gesehen, der so linke Spots oft guckt. Und der hat sich da ziemlich mokiert über den Spot. Aber ja, wenn ich mir so... Ja, wenn man sich so Gedanken drüber macht oder den so in der Rückschau betrachtet, so viel Fleisch war da jetzt gar nicht dran, so viel Linkes. Ja, es waren halt einfach viele Leute, die irgendwie ihre Probleme hatten und drüber rumgeheult haben. Das Einzige, was ich dem Spot halt zum Vorwurf machen würde, dass es so ein typischer Spot war, wo man nicht weiß, worum es geht. Also, hier kamen einfach keine Burger vor oder Pommes. Ich glaube, das Einzige war, wo dieser Typ ihm das hier, diese Eiscreme da reicht auf dem Sofa. Ja, das kann sein. Aber das hätte jede scheiß Eiskier. Das hätte jede scheiß Eiscreme sein können. Vor allem siehst du nicht mal, dass der Becher von Burger King ist. Ja, genau.
Nee, man sieht's einfach nicht. Also, das hätte auch eine Fischbüchse sein können. Ja, kennst du das in Sitcoms? Da müssen die ja oft das Bier oder so halten, dass man die Marke nicht sieht, weißt du? Mhm. Oder bei Two and a Half Men zum Beispiel, da haben die Etiketten oft abgeklebt. Genau, und solche Sachen. Und so wirkt das hier so ein bisschen, ja. Lass die Leute bloß nicht sehen, dass wir hier was mit Burger King zu tun haben. Ja, und verrückt. Es war jetzt auch nicht sonderlich überdivers, der Spot. Es ist halt Abiland und da hast du da halt diesen ganzen... Ja. Ethnien-Schmelztiegel, nichts Wildes und halt so ganz normale Probleme wie du wirst entlassen, kommst in der Schule nicht zurecht, du hast hier einen Kredit an der Backe, ja, weil du studierst oder du, was war's, du wurdest geghostet, ne? Diese, ja, genau. Also alles so, ja, stinkt normale Probleme letzten Endes. Also ziemlich base die Werbung, dass, ja, bei stinknormalen Problemen geht's zu Burger King so. Das ist, was hat er denn da, dieser englische YouTuber, an linken Fleisch gefunden in dem Spot? Das würde mich interessieren. Naja, ihm ging es darum, um den Slogan, also ich habe ja das Video übrigens auch nur reingeskippt extra, damit ich mich selber nicht spoilere, aber wenn ich das richtig mich dran erinnere, ging es ihm halt um diesen Slogan, vor allem Feel Your Way, weil der normale Burger King Slogan ist ja Have It Your Way, also habe es auf deine Art oder so, und Feel Your Way eben dieses typisch linke Ding, so dieses Gefühlige, also ja, uns sind deine Gefühle wichtig. Oh, das ist alles, ich mein, das ist schon enttäuschend. Es gibt ja dieses typische... Ja. Dieses Ben Shapiro-Zitat, Facts are not feelings. Nee, Feelings are not facts, sorry, so rum. Ja, aber, keine Ahnung, also, wahrscheinlich hat er sowas da. Wenn das passiert. Jetzt sein bestes Argument war, TM, dann ist der Spot doch recht based, tatsächlich. Ja gut, da haben wir dann jetzt nicht mit einem Kracher nochmal geendet, leider, aber das ist ja auch okay. So ist es halt. Naja, ihr wisst zumindest, ihr könnt eher zu Burger King gehen als zu McDonald's. Ja? Also wenn ihr mal wieder Fast-Food-Hunger habt, auch dann... Ach stimmt. Ja, ja, ja. Naja, wobei, hat er eigentlich gezeigt, was McDonald's macht, um zu Virtue-Signaling. Ne? Ja, vielleicht finde ich ja tatsächlich noch so eine echte McDonald's Black Lives Matter Werbung. Oder, liebe Zuschauer, ihr habt eine Werbung, dann schickt ihr uns gerne. Wir sind für alles offen. Haut in die Tasten. Ja, gerne. Das kommt definitiv. Puh. Ja, ich würde sagen, das ist auch eigentlich eine gute Abmoderation. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht, Arti, mit dir, diese Spots zu schauen. Ich muss dir sogar danken, dass das diesmal nicht so mattig war, weil ich recht knüller bin. Das hätte nur unnütz den Puls in die Höhe getrieben. Ja, ist vielleicht gut für den Blutdruck auch, für dich. Ja. Nee, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht heute. Und ja, was denkst du, wie viele Reihen kriegen wir jetzt hier noch aus deinem Werbeblock, den du vorbereitet hast? Naja, ich habe, glaube ich, noch etwa vielleicht 18 Clips oder so, oder 17, keine Ahnung. Also so 3 Folgen kriegt man schon noch hin mit Werbung. Auch wenn da vielleicht nicht mehr ganz so die großen Kracher dabei sind, muss ich mal gucken. Aber ja, wie gesagt, dafür sind ja auch unsere Zuschauer da. Also ich sag mal, 2 Folgen mindestens sollten es schon noch werden. Vielleicht tun wir auch was aussortieren, mal sehen. 2 Folgen Werbung können wir schon noch machen. Ich gehe einfach nochmal auf die Suche. Also jetzt muss ich uns beiden mal auf die Schulter klopfen, wie gut wir das Problem jetzt ausgelagert haben mit den guten Krachern an die Zuschauerschaft. Ja. Dass die das jetzt besorgen, genau. Hat voll funktioniert. Das machen wir weiter so. Gut, also lass uns das YouTube-Gebet sprechen, oder? Amen. Ja. Amen, genau. Und ja, also wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und bis dahin. Jetzt kriege ich hier die Bildschirme. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.